Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit dem lieben bemusten Jungen hier direkt neben mir und mir, der Pflanze Ducky LP, weil ich in einem Blumenkasten drin stehe, also in einem Blumentopf, ist aber was, Leute, das ist lustig, okay? Ja, danke schön. Ja, ich freue mich, dass ihr alle wieder so zahlreich am Start wart, seid, wie auch immer. Deutsche Sprache, schwere Sprache ist halt wirklich so, ich glaube, neben Chinesisch einer der schwersten Sprachen und Ducky Dumm beherrscht sie einfach. Naja, gut, ist meine Muttersprache. Leute, ich komme mal zum Punkt. Der bemusste Junge wird mir heute in dieser Folge helfen. Erstmal, hallo, bemusster Junge, schön, dass du heute mit dabei bist. Denn wir haben eine sehr, sehr, sehr wichtige Aufgabe vor uns. Also, wir haben immer wichtige Aufgaben vor uns, weil wir sind hier in LBH, Leute. Natürlich sind die Aufgaben wichtig. Und zwar werden wir heute gemeinsam hier weiter dran bauen. Weil ihr ja wahrscheinlich gemerkt habt, dass das jetzt aktuell eine sehr große Fokusaufgabe ist. Soll's aber nicht ewig sein, denn ja, auch wenn das Ganze in LBH 1400 natürlich vorgebaut wurde, sind wir hier gerade aktuell sehr doll dabei, eigene Ideen und Interpretationen einzubauen. Und ja, ich habe dem bemoosten Jungen, also dem Bemo, schon gesagt, dass er diese Seite genauso umsetzen soll wie diese. Deswegen ausnahmsweise heute mal mit jemandem im Bauteam dabei, der nicht mit mir am Reden ist, weil normalerweise bin ich ja eher abgeneigt, weil das immer schwer ist, solche Bauaufgaben ohne, ja, ohne direkten Talk miteinander zu, also abzuhandeln. Aber ich denke, das sollte ganz gut klappen. Ich sag ihm schon mal, dass es losgeht, weil meine Anmoderationen gefühlt immer ewig dauern. So, und dann weiß ich schon mal Bescheid und kann schon mal anfangen. Genau. Also er hat quasi die, den Auftrag, dass er quasi diese Seite hier, die Luisa schon letzte Woche gebaut hat, also hier mit diesen Zwischensäulen, das Wandprofil da und so weiter. Ey, versteckst du dich von mir? Genau, dass das einmal so umgesetzt wird, also wie, also nein, dass diese Seite so umgesetzt wird wie diese. Seht ihr, Leute, ich kann euch das nicht mal vernünftig erklären. Ich hoffe, ich habe ihm das vernünftig erklärt. Das werden wir herausfinden. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, Daniel, was wirst du denn dann in dieser Folge tun? Das ist eine äußerst gute Frage, die ich euch einfach mal direkt irgendwie beantworten werde. Und zwar werde ich mich um weitere Ideen und Ausbauten kümmern, die ich da persönlich noch sehr, sehr wichtig finde. Zum Beispiel müssen wir hier noch Pflanzenampeln setzen. Hier haben wir noch Eisenhalteringe. Ich glaube, die braucht man ja für die. Ne, warte mal, die braucht man gar nicht für die. Was, oder braucht man die für die? Ich weiß es nicht. Und ich habe noch so ein paar andere Sachen, die ich aber schon im Inventar habe. Die werden wir gleich auch nutzen. Muss nur mal gerade kurz gucken, ob ich wirklich alles dabei habe, was ich brauche. Wir nehmen nochmal einen Chisel mit. Kann man nie genug haben. Und ansonsten, ja, wir müssen später wahrscheinlich noch ein paar Steinziegel holen. Fackeln noch. Und dann nochmal eben Zeitumkehrer Ahoi. Und ich hatte ja letzte Folge schon erwähnt, oder habe ich letzte Folge erwähnt? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Und zwar habe ich sehr oft den Kommentar bekommen, dass ich unbedingt den Shader ausmachen soll, wenn ich Indoor arbeite. Er wurde sehr flehend formuliert, deswegen verstehe ich auch absolut die Ernsthaftigkeit dahinter. Und ja, ich bin mir allerdings nicht sicher. Eigentlich müsste das ja jetzt gehen hier mit den ganzen Glowstones und so. Deswegen werde ich in dieser Folge den noch einmal drin lassen, weil ich eben glaube, dass es mit den Glowstones kein Problem sein sollte. Werde mir das dann nach der Folge anschauen, sollte es doch ein Problem sein, dann werde ich für nächste Folge den Shader ausmachen, Leute, versprochen. So, aber wir kommen jetzt erstmal zu meiner Aufgabe und ich nehme mir direkt Fackeln in die Hand, damit ich auch diesen Bereich hier mal gerade eben ausleuchte. Denn, ja, hier werden wir jetzt anfangen, ein bisschen weiter zu bauen. Ich würde nämlich gerne hier schon mal ein bisschen Ideen entwickeln und überlegen, wie das Ganze hier, ja, gemacht werden soll. Ich würde nämlich gerne hier später einen Gang reinbauen. Ein Gang, der quasi hier in dieses Gebäudekomplex reinführt. Ja, hier unten ist jetzt natürlich noch ein bisschen Luft, aber wir werden wahrscheinlich später auch noch eine Etage darunter bauen. Also, ne, ist, denke ich, einleuchtend. Und falls ihr euch gerade fragen solltet, Daniel, wo seid ihr denn hier, oder wo bist du gerade speziell eigentlich? Auch eine Frage, die ich, glaube ich, letztes Mal schon beantwortet habe. Aber ich zeige es euch gerne nochmal. Moment, nehmen wir uns mal eben kurz diese Spitzhacke. Die andere ist nämlich noch heile. So, und wenn ich nämlich hier durchgrabe, dann seht ihr es. Wir sind hier beim Verwandlungsinnenhof. Und ja, das ist also ein sehr, sehr passender Gang. Wir können ihn später sogar öffnen, sodass das hier vielleicht so eine Art Außengang wird. Aber ja, wobei, nee, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Da hatten wir ja schon mit Luisa drüber gesprochen. Das Ding ist halt, dass, ja, dass da schon so ein Außengang quasi besteht hier. Was ich meine, ist das hier. Also, ne, das ist nicht so richtig Indoor. Es ist so halb Indoor, halb Outdoor. Und das hätte ich mir jetzt eigentlich auch hier vorstellen können, aber doppelt gemoppelt ist, glaube ich, da nicht so vorteilhaft. Deswegen lassen wir das lieber. Aber wenn ihr da Ideen oder Meinungen habt, Leute, dann lasst mich das gerne wissen. Und ja, wir werden jetzt auch nicht den ganzen Gang hier bauen, weil sonst wäre die ganze Folge nur damit gefüllt, wie ich hier einen blöden Boden baue. Das wird nicht dabei bleiben, Leute. Ich habe nämlich noch andere Ideen und auch noch Feinheiten und Wandprofil und ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall viel zu entdecken heute. Und es gibt ein Thema, was ich mir selber überlegt habe,
Auch bedingt dadurch, dass jetzt natürlich das Thema Fantastic Beasts 3 langsam wieder Fahrt aufnimmt. Also sehr langsam. Also der erste Gang wurde gerade eingelegt, aber da folgen hoffentlich noch sehr viel. Also was heißt hoffentlich, da werden noch viele weitere Gänge folgen. Aber ich möchte diesen ersten Gang, der eingelegt wurde, schon direkt nutzen, um ja das ein oder andere Thema da anzusprechen, um meinen Hype zu befriedigen und vielleicht sogar euren Hype zu befriedigen, weil ich bin hyped, Leute, und bei mir hilft es immer, wenn ich dann über solche Sachen rede. Und ja, falls ich nerven sollte, Leute, tut's mir an dieser Stelle leid, mache ich nicht mit Absicht, also glaube ich. Genau, ja, und zwar, wann werden wir endlich Mads Mikkelsen in seiner neuen Rolle als Gellert Grindelwald sehen? Ich möchte da heute gerne mal so ein paar Vermutungen rausdroppen, was ich persönlich glaube, wie ich mir vorstellen könnte, wann Mads Mikkelsen zum ersten Mal in dieser Rolle gezeigt wird und wann das passieren wird. Und natürlich auch Begründungen dafür. Ich finde, das ist nämlich eines der spannendsten Themen in Bezug auf Fantastic Beasts 3, die aktuell so im Raum stehen, weil, ja, auch wenn viele Leute natürlich traurig sind, berechtigterweise, dass Johnny Depp nicht mehr mitmacht, Moment, ich muss mir jetzt wirklich nochmal eben ein paar Steinziegel holen, ja, sind natürlich trotzdem einige Leute dabei, die, ja, sehr, sehr gehypt sind oder beziehungsweise die, ja, die einfach unbedingt gerne wissen wollen, wie es jetzt weitergeht in Sachen Grindelwald und vor allem, wie es in Bezug auf seinen neuen Schauspieler Mads Mikkelsen, ja, wie es sein wird, wie er aussieht, wie er sich geben wird, wie er die Rolle rüberbringt. Und wie er die Rolle rüberbringt, da ist, denke ich, klar, werden wir das Ganze wahrscheinlich erst erfahren, wenn der Film dann wirklich in den Kinos ist, also wenn wir ihn selber zum ersten Mal sehen, weil vorher kann man sich da natürlich schwer ein Bild machen, also auch nicht durch einen Trailer oder so, das wäre ziemlich, ja, ziemlich blöd, glaube ich, wenn man sich anhand eines Trailers ein Bild von einer schauspielerischen Leistung machen würde. Moment mal, wie komme ich da jetzt eigentlich wieder hin zurück? Ich habe keinen TP-Punkt. Warte mal, Folge? Home-Folge? Ah, moin Leute, Glück gehabt. Ich wusste, ich habe den nicht vor der Folge gemacht, das, ja, Luck, Daniel, sehr viel Luck. Ja, genau, und weil man das nicht sollte, finde ich, muss man auch mit dieser Bewertung warten. Aber was man sehr wohl machen kann, ist, sein Kostüm zu bewerten. Und da würde natürlich durchaus die Frage im Raum stehen, wann werden wir das zum ersten Mal sehen? Wird das erst beim ersten Trailer der Fall sein, der dann ja auch hoffentlich bald kommt? Was heißt bald? Also es wird schon noch ein bisschen dauern, aber ich denke, in absehbarer Zeit wird es trotzdem passieren. Oder werden wir vielleicht vorher erste Bilder sehen? Oder wird es so sein wie bei Johnny Depps Grindelwald, dass er sich zum Beispiel bei Interviews in seinem Kostüm zeigen wird? All das, Leute, sind Fragen, die ich mir da schon gestellt habe. Wir werden da jetzt gleich mal genauer drauf eingehen. Aber ich muss natürlich das Bauthema auch irgendwie im Hinterkopf behalten. Deswegen, ja, verzeiht mir, wenn ich hin und wieder mal unterbrechen sollte. Das hat immer positive Gründe, nämlich, dass die Bauaufgabe möglichst gut funktioniert. Ja, so, jetzt machen wir hier mal kurz das Tor rein. So, warte mal, wie wird das Tor eigentlich, da eine Treppen? Genau, warte mal, wir nehmen uns mal eben die Treppenstufen, damit wir den Rahmen schon mal reinbauen. So, und da auch noch eine Treppenstufe, Treppenstufe und da noch eine Treppen. Ja, genau. Aber wartet mal, hä? Ach so, weil da noch ein halb... Hä? Ist da ein Half-Slap drin? Ja, da ist ein Half-Slap drin. Ah, okay, ja, dann verstehe ich das, Leute. Dann muss ich mir nochmal eben Half-Slaps holen. Okay, also meine Vermutung zu, ja, Mads Mikkelsens Rolle als Gellert Grindelwald. Wann werden wir ihn zum ersten Mal sehen? Ich persönlich glaube nicht, dass es erst mit dem ersten Trailer einhergeht, weil, naja, also Warner Bros. Beziehungsweise generell das Fandom täte gut daran, uns ein bisschen an diesen neuen Schauspielerwechsel zu gewöhnen, würde ich jetzt einfach mal selber behaupten, weil, naja, wir haben uns mittlerweile an Johnny Depp natürlich in dieser Rolle gewöhnt und viele Leute sind ja auch deswegen vor allem sehr, ja, ich sag mal, enttäuscht oder zwiegespalten, was ihre Meinung anbelangt, weil sie eben jetzt Johnny Depp in dieser Rolle sehen und sich daran gewöhnt haben. Und wenn man jetzt hergehen würde und jetzt gehen wir mal vom Ernstfall oder beziehungsweise vom schwierigsten Fall aus, dass das wirklich erst gezeigt wird, wenn er im Kino ist und wir vorher Grindelwald gar nicht sehen werden, dann würde man im Kino sitzen und dann halt plötzlich Grindelwald sehen, der durch einen ganz anderen Schauspieler verkörpert wird. Und ich glaube, dass das nicht unbedingt vorteilhaft wäre, weil, naja, es ist eine zu krasse Änderung, als dass man sie unerklärt einfach zum ersten Mal dann im Film selber sieht. Das macht, finde ich, nicht wirklich viel Sinn. Deswegen, wenn ich die Zügel in der Hand hätte bei Warner, was ich leider nicht habe, dann, ja, würde ich Gellert Grindelwald als Mads Mikkelsen oder Mads Mikkelsen als Grindelwald, wie auch immer man das jetzt sehen möchte, würde ich ihn schon vorher auf Bildern zeigen. Auch nicht erst im Trailer oder so, sondern ich würde hergehen und erste Artworks oder Poster oder so machen, wo man ihn sieht. Vielleicht auch erstmal in einer Frontalansicht. Also, dass man vielleicht auch erstmal nur sein weißes Auge, also nur eine Gesichtshälfte von ihm sieht. Und das in Frontalaufnahme. Moment, wir machen mal eben göttliche Kräfte hier, slash Sun.
Regen ist blöd, weil bei mir im Real Life regnet es gerade. Da brauche ich nicht nochmal Regen im Spiel, Leute. Ja, so, Treppen wollte ich mir machen. Also das könnte ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass ein Bild released wird, ein Fantastic Beasts 3 Poster. Und da sieht man dann Gellert Grindelwald, also sein neues Ich als Mads Mikkelsen. Und eben nur eine Gesichtshälfte, wo man das weiße Auge sieht, sage ich jetzt einfach mal. Und jeder wüsste sofort, ja, das ist Gellert Grindelwald, wegen dem weißen Auge, was ja charakteristisch für ihn ist. Das wird definitiv übernommen, Leute. Also da bin ich mir 100% sicher. Auch die weißen Haare werden übernommen, also wird alles übernommen. Und ja, man wüsste, dass es Gellert Grindelwald ist, wenn man dieses Bild sieht. Und sieht dann gleichzeitig aber auch diese anderen, ich sag jetzt einfach mal, Gesichtszüge von Mads Mikkelsen halt eben. Weil natürlich, optisch wird es einen Unterschied machen. Und ich glaube, alleine dadurch wird es schon sehr episch sein und man hat die erste Möglichkeit, sich zu gewöhnen. Moment, was schreibt er? Soll die für hier auch durch so ein Tor ersetzt werden? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute ich frag ihn einfach mal. Was meinst denn du, lachender Smiley? Wir fragen ihn doch einfach mal. Ich meine, er ist ja ein denkender Mensch. Er hat ja bestimmt eine Meinung, oder? Ich bin mir da nämlich selber gerade gar nicht so sicher, ob das schöner wäre. Also wenn wir das so da auch machen, wobei das hier ist ja... Ja, Ich würde eher Nein sagen. So. Gut, dass ich das zuerst geschrieben habe. Weil wenn er jetzt Ja gesagt hätte und ich dann Nein sage, das ist... weil das eher so ein abgetrennter Raum ist, hätte ich die Tür... Ja, er hat es auch gelassen. Ja, cool, dann sind wir uns ja eh einig. Sehr gut, okay, dann lassen wir das so. Alles klar. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Also ich glaube, die Möglichkeit, sich an sein Gesicht zu gewöhnen und dann in so einer Frontalaufnahme... Ich meine, so Frontalaufnahmen oder so sind ja generell sehr episch. Und ich glaube, damals zu Fantastic Beasts 2 hatten wir ja auch so Poster, wo man Grindelwald in dieser Perspektive gesehen hat. Und es ist schon sehr, sehr episch, weil, naja... dieses weiße Auge sorgt schon irgendwie für so ein gruseliges Image, würde ich jetzt mal sagen. Oder für so ein einzigartiges Image. Und ja, ich glaube, wenn man Mads Mikkelsen dann in dieser Form erstmal sieht, dass man sich langsam dran gewöhnt. Also das kann man eigentlich ganz gut so sagen, finde ich. Man sollte die Zuschauer, also uns da draußen, langsam rantasten. Also wirklich ganz langsam erst das eine, dann das andere. Nicht mit der Tür ins Haus hallen, dass man hergeht und das wirklich erst im Kino zum ersten Mal zeigt. Dass man so da im Kino sitzt und plötzlich zum ersten Mal Mads Mikkelsen in der Rolle sieht. Das halte ich für absolut verkehrt. Und wenn die das machen, dann... Ja, weiß ich nicht, Leute. Fände ich nicht geil, weil ich mittlerweile auch glaube, das sei vielleicht an dieser Stelle auch mal gesagt, weil ich damals in Videos da ein bisschen Zweifel geäußert habe, beziehungsweise mir selber die Frage gestellt habe, ob Fantastic Beasts 3 den Schauspielerwechsel erklären wird. Mittlerweile bin ich der Meinung, nein, werden sie nicht. Ich glaube, die werden kein einziges Wort darüber verlieren. Sie werden es einfach so in den Film implementieren und genau... Aber das heißt ja nicht, dass man uns nicht indirekt darauf vorbereiten kann, dass ein neuer Schauspieler dabei ist. Und wenn ich da die Zügel in der Hand hätte, dann würde ich das genau so machen, wie ich das gerade gesagt habe. Und ja, dann natürlich auch im Trailer. Wobei, auch im Trailer sollte man vorsichtig sein. Ich finde generell, Trailer sollten Antagonisten und ihre, ja, ihre Szenen, die sollten, Moment, Zeitumkehre, Ahoi, die sollten mit Bedacht gewählt werden und wirklich rar gesät sein. Weil danach lecken sich die Leute die Finger. Das ist so, man freut sich einfach auf Voldemort, auf Grindelwald, auf Darth Vader und generell Antagonisten sind cool, Leute. Und gerade weil das so ist, sollten sie damit sparsam umgehen. Und wenn sie etwas zu, ja, Grindelwald eben veröffentlichen, was sie ja hoffentlich dann auch tun, wie schon gesagt, dann in einer, ja, Art und Weise, die halt wirklich minimal ist. Also entweder halt so eine Frontalansicht von seinem halben Gesicht, so komisch das klingt, oder eben, ja, nur ganz kurze Bilder, vielleicht eine kurze Einbindung in einem Trailer, dass man irgendwie seine Hand mit einem Zaubersch... Ich meine, beim Trailer von Fantastic Beasts 2 war es ja auch so, da wurde ja auch die Hand mit dem Elderstab gezeigt und viele dachten ja auch, dass das Grindelwald ist, obwohl es gar nicht Grindelwald war. Und sowas meine ich, man sah nur die Hand und das war einfach... Oh, warte, ja, Leute, ich mache euch Fackeln. Und das war einfach mega, mega episch und das war, ja... Es war so verheißungsvoll und ich hoffe, sie machen das wieder so. Ich hoffe sehr, dass sie diesen Weg einschlagen, aber bleibt abzuwarten, Leute. So, ja, also der Gang hier wird natürlich dicker gebaut, was die Wand anbelangt, damit wir später hier natürlich auch Wandprofil reinbauen können. Das ist übrigens eine Sache, die ich durch Luisa mehr oder weniger gelernt habe, weil, ja, ich bin ja sehr oft inspiriert worden durch ihre Bausachen und allem
Und ja, dieses Wanddicker bauen gibt einfach so viele geile Möglichkeiten. Man kann einfach später hergehen und hier so ein richtig geiles Wandprofil reinbauen. Ich war auch gerade vorhin kurz am Überlegen, ob wir das hier schon vielleicht machen sollten. Dass wir hier wieder so eine Vertiefung... Wobei, Moment mal. Ach so, ja genau, hier wollte ich die Wand auch noch dicker bauen, Leute. Das fällt mir auch gerade ein. Moment, machen wir mal eben hier nochmal ein bisschen Licht. So, so. Und hier auch nochmal. So, wunderbar. Und diese Wand hier wollte ich nochmal einen dicker bauen. Eben genau aus diesem gerade angesprochenen Grund, dass man durch doppelte Wände besseres Wandprofil bauen kann. Ja, das machen wir jetzt mal an dieser Stelle eben. Und es hat noch einen positiven Effekt. Nämlich ist es dann symmetrisch da zu der Seite. Also zumindest von innen. Currywurst, Pommes, Ahoi. Weil guckt mal, dann würde die Wand hier sitzen. Das heißt, man hat einen Stein hier, dann noch die Säule. Und hier ist es nämlich genauso. Da hat man nämlich... Ne, warte mal, was laber ich hier eigentlich? Doch, Moment, hier. Genau, hat man so einen Stein und dann die Säule. Das heißt, die Mauer wäre hier, was ja genau in der Mitte liegt. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich verstehe es gerade selber nicht, aber ich glaube, das stimmt trotzdem. Oh, Leute, es tut mir leid, ich bin ein bisschen auf den Kopf gefallen. Aber hey, ihr habt euch ausgesucht, mich zu abonnieren. Das ist ja nicht meine Schuld, oder? Oder? Finde ich nämlich auch. Genau. Aber mal euch, an euch gerichtet, die Frage. Wann glaubt ihr, werden wir zum allerersten Mal Mads Mikkelsen in der Rolle des Gellert Grindelwald sehen? Wird es ein Bild sein, so wie ich denke? Eine Frontalaufnahme? Ein kurzer Ausschnitt seines Gesichts? Oder glaubt ihr erst im ersten Trailer? Oder gar erst im Kinofilm selber? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Lasst mal gerne eure Meinung dazu da. Und ich bin sehr gespannt, was da so, ja, was da so vermutet wird. Ja, und dann gucken wir einfach mal. Aber ich hoffe wirklich sehr, dass es nicht so sein wird, dass wir sein Gesicht zum ersten Mal im Film sehen. Und ich hoffe sehr, dass es ein Bild sein wird, weil ein Bild gibt noch genug Freiraum, sich da Gedanken zu machen. Und ja, es hypt einfach mehr. Ich finde, so ein Bild hypt einfach mehr, als wenn man mit der Tür ins Haus fällt. Vor allem bei so einer wichtigen Sache. Und ja, gerade weil da eben einige so kritisch drauf reagieren, auf dieses ganze Thema rund um Mads Mikkelsen, beziehungsweise eher um, also Mads Mikkelsen wird ja sehr positiv gesehen, aber es wird halt nicht positiv gesehen, weshalb er die Rolle bekommen hat, was ja auch legitim ist, weil ich finde es auch nicht in Ordnung, dass Johnny Depp rausgenommen wurde, das will ich immer wieder betonen, aber ich will mir dadurch die Reihe nicht kaputt machen lassen und deswegen, ja, ignoriere ich das so ein bisschen, aber das heißt noch lange nicht und das wird es auch niemals heißen, dass ich, ja, irgendwie kein Problem damit hätte, dass Johnny Depp rausgeworfen wurde wegen diesem Grund. Ganz im Gegenteil, ich finde es ja sogar schrecklich und ich weise da ständig zum Beispiel auf Twitter drauf hin, weil für mich persönlich ist das so auch, ja, es war jetzt nicht direkt die Cancel Culture, es ist schwer zu sagen, wie man das definiert, aber dieses ganze, ja, dieses ganze Mindset von wegen, oh, jemand hat einen Fehler gemacht und ohne sich da überhaupt vorher mal das Gerichtsurteil anzuschauen, beziehungsweise zu gucken, ob der überhaupt schuldig gesprochen wird, wird er direkt geächtet und, ja, wird direkt quasi mit einer Strafe belegt, in dem Fall, dass er aus dem Film gestrichen wird, obwohl, ja, gerichtlich noch gar nichts geklärt war und es eher sogar so aussieht, dass er gar nicht schuld ist. Und das ist halt so das, was ich immer wieder meine, warum ich immer wieder so etwas gegen die Cancel Culture habe, weil die befeuern so ein Mindset, weil ja, nur Gerichte entscheiden, wer schuld ist und wer bestraft werden darf. Nicht irgendwelche Leute, die dann mit Lynchjustiz öffentlich Shitstorms auslösen. Und Warner hatte Angst wahrscheinlich vor so einem Shitstorm, dass dann Leute steil gehen, weil Johnny Depp angeblich, und vielleicht hätte das ja auch die allgemeine Meinung sein können der Leute draußen, dass Johnny Depp wirklich die Frau misshandelt hat oder wie auch immer. Und dann wäre das, der ganze Film boykottiert worden und dann wäre dann ein riesen Shitstorm entstanden. Und weil eben das Ganze durch die Cancel Culture sehr, sehr sensibel geworden ist, das ganze Thema einfach sehr sensibel ist, haben sie da wahrscheinlich voreilig gehandelt, haben lieber erstmal ihn rausgenommen, was heißt erstmal, ihn einfach rausgenommen, anstelle da dem Risiko, das Risiko einzugehen, dass da womöglich nachher ein riesen Shitstorm entsteht. Ich finde es dadurch nicht richtig, aber ich finde es ansatzweise verständlich. Also, was, wie gesagt, ich finde es nicht richtig, aber ich kann es nachvollziehen, wieso man das macht und wie das Mindset da war. Und gerade mal bitte Respekt an den bemussten Jungen, der macht das hier gerade echt auf eine ganz geile Art und Weise. Das sieht alles extrem gut aus, vor allem, dass die Türen, ich weiß nicht, ist das von ihm jetzt provoziert oder war das automatisch so, dass die Türen hier in der Mitte von dieser Vertiefung liegen? Das ist einfach symmetrisch. Das gefällt mir gerade richtig gut. Wow, bemooster Junge.
Das ist eine Leistung. Nur das mit dem, mit den Lampensätzen üben wir nochmal. Süß. Okay, Leute, ich bin gerade im Überlegen. Also ihr habt schon gemerkt, ich habe da oben jetzt so Mäuerchen gesetzt, weil das soll ja offen bleiben da oben. Und die Schüler sollen natürlich nicht darunter fallen. Deswegen hier nochmal so eine kleine Absperrung, damit die Leute hier später stehen können und sich den ganzen Raum von oben nochmal so angucken können, was ja auch irgendwie mega schön ist. Soll man hier nochmal Fackeln hinsetzen? Warte, so kann man ja noch Fackeln hier dran platzieren. Ja, beleuchtet das Ganze zusätzlich nochmal. Hier das Wandprofil wird auch noch bearbeitet. Leute, generell, also Wandprofil und ich, wir werden uns jetzt zwanghaft anfreunden. Also ich will mich mit dem Wandprofil anfreunden. Ob ich das schaffe, ist die andere Frage. Aber es ist einfach, damit steht und fällt aktuell die Arbeit in Let's Build Hogwarts, weil, naja, haben wir noch eine Tür? Warte mal, ich hole nochmal eben eine Tür. Weil, ja, ich, hab in der Vergangenheit einfach nicht so wirklich viel, also schon Wert auf Wandprofil gesetzt, aber anscheinend auf eine falsche Art und Weise. Mittlerweile würde ich auch hier diese Wand zum Beispiel, klar sind da verschiedene Steine genutzt worden, aber sie ist halt immer noch eine Einserwand. Würde mir heute nicht mehr einfallen, sowas zu bauen. Und das werden wir auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Jetzt kein Disrespect an die Leute, die das gebaut haben. Soll nur einmal kurz klar machen, dass ich da auf jeden Fall nochmal ein bisschen dran werkeln werde, genau. So, da haben wir noch eine Tür. Ja. Und ich baue natürlich jetzt hier vor allem so viel dran weiter, weil ich das jetzt in absehbarer Zeit eröffnen möchte. Ich will nicht die ganze Staffel an dieser Aufgabe hier sitzen. Wir werden später dazu übergehen, dieses Tor zu schließen, das da oben zu öffnen und hier die Seiten noch zuzulassen, sodass die Leute wenigstens das hier als Durchgang nutzen können, was ja auch schon cool ist. Ich meine, es ist ein riesen Bauabschnitt und eine Möglichkeit, zu den Gewächshäusern zu kommen, ohne die kleine Treppe zu nutzen. Und ja, deswegen werden wir dann natürlich das Ganze jetzt zeitnah eröffnen. Aber dafür muss natürlich das Gröbste in diesem Raum fertig sein. Und dazu zählt natürlich auch, ja, genau, das alles hier, was wir hier gerade so machen. Genau. Das hier kann man ja prima mit gelber Wolle zubauen. Die Türen hier kann man schließen. Und das da kann man auch zumachen. Und der Rest hier kann ja erstmal begehbar sein. Das ist ja kein Problem. Auch wenn wir hier später noch weiterbauen sollten, dann machen wir halt hier diese Dinger hier zu und bauen da drin weiter. Also, ne? Nur, dass wir halt den Durchgang haben. Wobei, das müssten wir auch... Also, ich denke mal, das Letzte, was wir machen werden, bevor wir das Ganze eröffnen, ist dieser Vorbereich hier, weil der gefällt mir noch nicht so wirklich. Da werden wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und wenn das fertig ist, würde ich gerne diesen riesigen Raum für den Server eröffnen, damit die Leute hier einen Durchgang haben. Genau. Ja, das ist soweit der Plan, Leute. Ich hoffe einfach mal, euch gefällt der heutige Fortschritt. Ist natürlich wieder kein riesiger, aber ich denke auch, langsam kommt man ans Ziel. Und ich finde es sehr schön, wie der bemooste Junge hier, ja, das Ganze geruled hat. Was ist denn eigentlich, wenn man hier wirklich Fenster draus macht? Warte mal, wir gucken mal eben. Moment. Hallo, Leute. Ist hier jemand? Ist hier jemand gerade? Nee, okay, weil ich muss ja gucken, sonst läuft hier gleich jemand rein. Da Fenster drin. Ist das schön? Wir fragen mal den bemoosten Jungen. Ey, bemooster Junge, sehen Fenster hier deiner Meinung nach schön aus? Fragezeichen, lachen, das Smiley, Rechtschreibfehler darfst du behalten, dankeschön. Guck mal, bemooster Junge, guck mal, hier, wenn man hier so Fenster reinmacht, ist das denn schön? Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, weil eigentlich in den Hogwarts-Spielen waren da, glaube ich, keine Fenster in den Seitengängen. Ich bin da noch so zwiegespalten. Also, ist schwierig. Ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ich persönlich, er sagt, joa, ist nicht ganz überzeugt. Ich schreibe ihm mal. Bin zwiegespalten XD. So. Okay, ja, lassen wir es erstmal. Also, ich mache das mal wieder zu. Geh mal wieder rein. Oh, verdammt, warte, ich hoffe, er geht jetzt wieder rein, bevor jetzt hier gleich jemand vom Server kommt. Ja, same, okay. Ja, Leute, dann richte ich die Frage einfach mal an euch weiter. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr es schön fändet, wenn da Fenster drin wären. Und ja, lasst mich das gerne mal wissen. Würde mich interessieren. Aber erstmal bauen wir das wieder zu, damit hier natürlich keiner vom Server mal ebenso reinlatschen kann. Und ja, er tendiert eher zu nein. Ich tendiere auch eher zu nein, Leute. Aber ihr entscheidet, ihr entscheidet. Ich sag ihm das mal eben. Same XD, okay. Okay, alles klar. So, dann machen wir das mal eben hier wieder zu. So, sieht aus wie vorher. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, belassen wir es erstmal dabei. Übrigens, was ich euch nochmal eben zeigen wollte. Später kann man hier durch diesen Raum, das wird so ein Seitenraum. Warte mal, das können wir auch eben zumachen. Weil ich glaube, also, ja, wir wissen ja, was dahinter ist. Also, wir haben dahinter noch sehr viel Platz. Aber das hier kann als Vorraum genutzt werden, um später den Turm hier erreichbar zu machen. Also, ja, bei verschiedenen Versionen, auch von der von Luisa, war das anders geregelt. Aber, ja, es ginge auch so. Moment, Zeitumkehrer nochmal eben. Ahoi.
So. Und ja, wir müssen uns auch mal überlegen, wie wir die Inneneinrichtung von diesem Turm gestalten, weil ganz viel Platz ist hier natürlich nicht drin, aber er muss natürlich gefüllt werden. Und ja, ich bin mal gespannt. Wenn ihr dazu Ideen habt, Leute, lasst mich das auch sehr gerne wissen. Wird ein spannendes und sehr wichtiges Thema für die kommenden Folgen. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, die heutige Folge hat euch Spaß gemacht. Und wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Auch gerne ein Abo auf meinem Logo an der Seite. Schreibt mir gerne weitere Themenvorschläge in die Kommentare. Das wäre immer sehr hilfreich und, ja, hilft mir enorm weiter. Dann natürlich nochmal vielen lieben Dank an den mermosten Jungen heute fürs Helfen. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge am Freitag um 14 Uhr auf meinem Kanal. Macht es gut, Leute, und bis dann. Ciao!